Herzlich willkommen zu den BIFF Talks des 35. Braunschweig International Film Festival. Mein Name ist Clara Hense und ich habe das große Privileg und Vergnügen, im Rahmen dieses Festivals die BIFF Talks durchzuführen. Das sind Gespräche mit AutorInnen, mit RegisseurInnen, mit SchauspielerInnen und natürlich mit weiteren Gästen unseres Festivals. Die BIFF Talks, das ist ein offenes Gesprächsformat. Wir möchten in Austausch kommen über die Filme, die wir hier sehen und die Menschen kennenlernen, die dahinterstehen. Und heute ist bei mir zu Gast, hallo, Tiki Royal. Grüß dich. Wir haben dich ja letztes Jahr schon quasi kennengelernt mit Neubau. Heute war dein Screening hier in Braunschweig. Was macht die Zeitverzögerung mit dir? Ich finde es ja super, dass das nochmal passiert ist. Und ich finde es super, dass ich jetzt hier live 3D irgendwie kommen kann. Und genau, jetzt war gerade das Screening und das ist eigentlich total schön und versöhnlich, dass das irgendwie nachgeholt wird und jetzt nicht in der Pandemie sozusagen versickert ist. Also ich freue mich total, dass wir hier zusammenkommen. Wie war denn das Screening so? Wie war das Q&A danach? Ja, das ist gerade gewesen. Ich fand das total toll. Also ich habe viele Fragen, ehrlich gesagt, bekommen, die ich noch nicht bekommen habe. Was mich total gefreut hat, auch weil das einfach nochmal dann ich nochmal frisch herausgefordert worden bin. Und ja, also mir hat es großen Spaß gemacht. So, war interessant, ja. Schön, das freut uns. Jetzt haben wir ja noch gar nicht erwähnt, mit dem Film und mit der schauspielerischen Leistung hast du letztes Jahr den Braunschweiger Filmpreis gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja. Was macht das so, ein Jahr später dann den Film oder beziehungsweise jetzt dafür geehrt zu werden? Ja, ich freue mich, muss ich sagen, immer noch. Also ich freue mich sozusagen seit einem Jahr über diesen Filmpreis und über diesen Schauspielpreis. Ja, für mich war das total bedeutsam, ne? Weil, ja, also das jetzt mal so für meinen beruflichen Werdegang eigentlich eine totale Auszeichnung, ein Ritterschlag irgendwie war, diesen Schauspielpreis bekommen zu dürfen. Das hat mich damals schon sehr froh gemacht und das macht mich irgendwie, ja, es ist einfach auch schön, wenn sozusagen die Leidenschaft, die ich sozusagen für meinen Beruf habe, wenn die irgendwie auch auf Resonanz stößt und ich merke, ah ja, okay, das deckt sich sozusagen mit meinem Empfinden. Ich möchte weitermachen, also es wird mir hoffentlich noch zugetraut. So. Das ist schön, ja. Schön. Und jetzt, dieses Jahr, es ist ja klassischerweise so, wer letztes Jahr gewonnen hat, darf dieses Jahr mitentscheiden. Ja. Du bist in der Jury für den Braunschweiger Filmpreis. Ja. Wie gestaltet sich das für dich? Also erstens ist das eine große Ehre, jetzt eigentlich den Staffelstab weiterreichen zu können und damit sozusagen nach einem Jahr so einen Generationsschnitt zu machen. Ja, also damit ist natürlich gleichzeitig auch so die große Verantwortung eigentlich verbunden, sehr sorgsam oder sorgfältig irgendwie auf die Leistung meiner Kollegin zu gucken. Und das hat großen Spaß gemacht, sich auch mit den zwei anderen Jurymitgliedern darüber zu verständigen, wem wir den Spot geben möchten. Ja, also es ist ja noch geheim, wer das wird, aber ich bin sehr zufrieden mit der Person, die dieses Jahr diesen Preis bekommt. Wir sind gespannt. Am Samstag ist ja die Preisverleihung. Ja. Vom Heimspiel, das ist ja die Reihe, in der auch Neubau lief damals, jetzt zu Heimatfilm. Neubau wird im Abspann genannt, ist ein Heimatfilm. Warum war das wichtig oder was macht ihn zu einem Heimatfilm? Ja, also das Genre ist ja total verseucht, muss man vielleicht sagen. Und es war schon auch eine politische, künstlerische, lyrische vielleicht auch Entscheidung zu sagen, wir möchten uns an diesem Genre abkämpfen, was für uns auch ein Störbegriff eigentlich ist, Heimatfilm. Und wir ringen sozusagen um die Frage, kann man mit diesem Begriff Heimat überhaupt etwas anfangen? Muss man den verwerfen? Wie gehen wir mit der Situation um, dass das Innenministerium, Heimatministerium umbenannt worden ist und so weiter und so fort? Von rechts ist der Begriff ja so stark besetzt. Und das ist ein Versuch eigentlich, sich in
in Ernst Blochs 100 Jahre alte marxistische Tradition eigentlich reinzustellen, weil der Begriff kam uns eigentlich am passendsten vor, zu sagen, Heimat ist nichts, wohin man nostalgisch verklärend zurückguckt und eine Kindheit idealisiert, sondern es muss sozusagen ein utopischer Begriff sein, der in die Zukunft weist und der für alle erreichbar und gestaltbar ist. Und das erschien uns eigentlich der schönste Heimatbegriff. Und wir wollten diesen Film so nennen, um also eben in dieser Versuchsanordnung koste es, dass wir daran scheitern, dass auch das damit wäre ich auch zufrieden. Und es hat natürlich den tollen Effekt, dass man erleben kann oder sich erleben kann, wer sich von diesem Begriff oder Genre vielleicht auch angezogen fühlt, in diesen Film zu kommen und dann eben diesen Film sieht. Und ist natürlich auch eine gute Gesprächsgrundlage. Ne? Ja, klar. Ja. Wir sind ja auch schon gerade wieder dabei. Ja. Zum Thema die Landschaften, die ihr dort zeigt und die Menschen, die dort sind. Wie habt ihr die gefunden? Und dann auch diese anderen Menschen, diese urbane Ästhetik, die da reinkommt. In einem Ankündigungstext habe ich gelesen, Traumgestalten oder Wunschfamilie. Hologrammfamilie. Hologrammfamilie. Ja. Ja, also die Uckermark, mit der Uckermark habe ich eine längere Beziehung, würde ich sagen, eigentlich schon. Und Johannes, der Regie gemacht hat, und ich, wir sind so ein Jahr, was sehr, sehr schnell produziert ist, dieser Film. Ein Jahr vor Drehbeginn haben wir uns dort aufgehalten in der Uckermark und uns überlegt, wir kommen ja vom Theater, wie unsere nächste Zusammenarbeit aussehen könnte, was wir machen wollen. Das war nicht klar, dass das ein Film, dass wir uns erlauben, einen Film zu machen, so. Haben wir uns dann erlaubt. Und das hat auch mit der Uckermark zu tun als Protagonistin, in die wir uns verknallt haben, möchte ich sagen, weil ich finde diese Landschaft sehr, sehr schön und diese Landschaft beherbergt so viel Zeit, also sowohl die Eiszeit als auch eine DDR-Zeit, als aber auch eine Postwendezeit, eine umgestellte Landwirtschaft. Und das finde ich einen ganz spannenden Raum, zu dem ich mich irgendwie auch sehr hingezogen fühle und der sozusagen für den Film oder für den Protagonisten Markus Habermann, den ich da spiele, vielleicht auch ein erotisches Gegenüber ist, vielleicht auch in Ermangelung, wenn das überhaupt ein Mangel ist, einer Liebesbeziehung, die sich nicht gleich einstellt oder nicht gleich ermöglicht. Und diese Hologrammfamilie, von der du gesprochen hast, die dort rumflimmert, die könnte man auch beschreiben vielleicht als freundliche Dämonen, die dem erscheinen und aufladen, aber auch stören, auch, die ihm auch in den Arsch treten auf eine Art und sagen, setz dich hier mal ein bisschen für deine Verknalltheit einer anderen Figur, jetzt nicht der Landschaft gegenüber, sondern einer anderen Figur gegenüber ein. Jetzt hast du gesagt, das ist so eine urbane Versammlung an Menschen und das habe ich ehrlich gesagt auch so gedacht. Und es gab mal ein Q&A, wo ich sehr erfreut darüber war, dass jemand meinte, ach so, ich habe mir eigentlich vorgestellt, das wäre so eine Art queeres Hofprojekt, was hier um die Ecke ist. Und das hat mich so selbst überholt eigentlich in meinem, ich habe ja so ein Manifest nachgeschoben zum Film Neue Selbstverständlichkeit so. Und damit hatte sich für mich eigentlich so eine neue Selbstverständlichkeit, hatte mich eigentlich so eine Art General überholt in der Vorstellung, vielleicht kommen die gar nicht aus der Großstadt, vielleicht leben die auch auf dem Land. Und das, also mit dieser Vorstellung bin ich eigentlich beschäftigt, ob die automatisch eine Stunde Anreise haben oder einen sehr viel kürzeren Weg, ja. Ja. Tatsächlich hatte ich eine ähnliche Assoziation, dass ich dachte, ach krass, ja, schön, dass ich diese Menschen hier antreffe in dieser Region. Ja. Wir haben eben schon über Markus gesprochen, den du da spielst. Ich hatte den Eindruck, es ist ein sehr körperlicher und wenig verbaler Mensch. Ja. Er läuft viel und sieht ihn viel durch die Gegend rennen. Dann diese Szene auf dem Feld mit den Strohballen, die auch sehr intim ist. Und dann aber die Dialoge, die so
Ja, ich habe mir was aufgeschrieben, da geht's alles gut bei dir? Ja, bei dem Wetter. Also es ist ein sehr minimalistisches Spiel, was aber gleichzeitig sehr beeindruckt. Wie war das für dich, diese Rolle sowohl zu schreiben als dann auch zu spielen? Ja, gute Frage, weil das sind für mich so zwei verschiedene Arbeitszeiten, muss ich auch sagen. Ich bin selber überrascht davon gewesen, wie, von mir aus minimalistisch, hast du gerade gesagt, dieses Buch geschrieben habe, wie reduziert die Texte eigentlich sind. Es war natürlich der Versuch beim Schreiben zu verdichten. Also es sind natürlich Alltagstexte, die da irgendwie kommen, die aber für mich eigentlich auch immer, die ich immer lyrisch auch einkochen wollte, sage ich mal, beim Schreiben. Es gibt auch so eine Szene zwischen der Omi und Markus, wo es auch darum geht, eigentlich diesem wann auch immer absehbaren Tod der Großmutter und der Partnerin sich dazu zu verhalten. Und da sagt sie auch, ich verabschiede mich, ich bin da, du bist es auch. Und auch das ist, verstehe ich auch als einen minimalistischen Text, aber als einen Text, der aus der vertrauten Beziehung eigentlich sehr von sehr tief kommt, aber auch nicht mehr viel Worte braucht, sich zu erklären, zu wissen, ich sag dir diesen Satz und du wirst dazu ein Gefühl entwickeln können, was mich glauben lässt, von dir erhört zu sein. Ja, das war eigentlich genau für mich eine Herausforderung, solche Texte zu schreiben, so versöhnliche Texte auch zu schreiben, also auch die Identitäten sozusagen der Figuren oder jetzt auch für Markus Havemann, die nicht auszuformulieren oder auszubuchstabieren, damit sie sozusagen überdeutlich sind, sondern vielleicht solche versöhnlichen Texte einzubauen wie meine Mutter ist tot, jetzt weiß sie gar nicht, dass sie einen Sohn hat und darüber eigentlich zu erzählen. Und die Oma sagt, das weißt du nicht. In ihrer Demenz sagt sie, du weißt das nicht. Der hat natürlich auch eine gewisse Schlauheit eigentlich. Diese Demenz hat ja auch einen Wackelkontakt sozusagen. Auch da gibt es so eine gewisse Schlauheit eigentlich zu sagen, beruhig dich. Vielleicht habe ich es aber auch, vielleicht traue ich ihr das aber zu, dass sie das gesehen hat. Es gibt später, wenn er diesen Brief da vorliest, auch einen Moment, wo er den Text der Mutter ja an den Vater, den er nicht kennengelernt hat, vorliest und erfährt, dass die Mutter keinen Mädchennamen für ihn hatte, aber einen Jungsnamen, der es nicht geworden ist. So. Und auch das war eigentlich als Autor total toll, solche Konstruktionen zu finden, um eine Transition-Erfahrung für die Figur zu erzählen, versöhnlich zu erzählen, mit Schönheit eigentlich zu begleiten. Genau, und das ist sozusagen diese Schreibphase, würde ich mal sagen, oder meine Autorenarbeit. Ja, und das habe ich mir abnehmen lassen, also die letzte Fassung, alle Fassungen immer diskutiert und die letzte Fassung auch abnehmen lassen, um mich als Autor arbeitslos zu machen, um mich abzuschaffen und die Kapazitäten freizuräumen, um als Schauspieler das Drehbuch in die Hand zu nehmen und tatsächlich eine Rollenarbeit irgendwie daran zu machen und eben auch klar eine sehr körperliche Rollenarbeit eigentlich zu machen, weil es darum ging und eben nicht natürlich von mir ausgehend. Das war schon nochmal, es ist ein Text, für den ich mich beim Schreiben versucht habe, blöd zu stellen, dass der Schauspieler denselben Namen trägt wie der Autor. Aber das war eigentlich wirklich die Aufgabe, diesen Text jetzt als einen fremden Text zu nehmen und schauspielerisch zu bearbeiten, einen Gang für die Figur zu finden, eine Sprechweise für die Figur zu finden, die Beziehung zu den anderen Figuren
auszuloten. Wie du schon gesagt hast, der läuft da die ganze Zeit rum. Also es ist nicht so, dass ich als Privatperson da ständig am Joggen war. Ich musste sozusagen so ein bisschen Konditionen aufbauen, um diesen Dreh überhaupt zu bewerkstelligen. Und einiges. Also ich hatte keine Fahrerlaubnis und musste dann zwischen Drehbuchschreiben oder während des Drehbuchschreibens auch noch Autofahren lernen. Naja, aber da will ich nur sagen, also so sehr ist mir das gelungen, mich als Autor blöd zu stellen oder nicht an mich zu denken beim Schreiben, dass ich das spielen werde, sondern versuchen, mir eine Figur vorzustellen, die, wie ich damals auch dann gerade nicht geraucht hat, und dann habe ich beim Schreiben aber schon wieder mit dem Rauchen angefangen. Aber er muss ja auch noch laufen lernen und Autofahren lernen und Spritzen setzen lernen, einige Sachen. Mit den Straußen genauso, das ist natürlich auch so, diese Szene auf der Straußenfarm. Es ist ja nicht so, dass ich ein Verhältnis vorher zu Straußen oder zu Jungstraußen hatte. Das ist an dem Tag eine große Mutprobe gewesen, sozusagen. Ja. Es ist total faszinierend, dir zuzuhören, wie du das alles sehr trennst und auch zu Teilen von einem Ganzen werden lässt. Und ich frage mich dann dabei, wenn du Theater machst, du schreibst, du spielst für Film, für Theater, wie gesagt, performst. Was hast du noch für Sehnsuchtsorte? Wo geht's denn sonst noch hin? Also, was kannst du dir sonst für dich noch vorstellen? Ja, ganz viel. Also, und mal gucken, was noch passiert in den hoffentlich ja noch Jahrzehnten, die ich haben werde. Also, ich möchte auf jeden Fall weiter Filme machen, schreibend, spielend, ich weiß es nicht, vielleicht auch mal Regie führend. Jetzt wird man sehen, mache ich das alles, mache ich eine Sache davon, mache ich mal das. Da habe ich auf jeden Fall große Lust drauf, weil das war für mich ein total schönes, waches, rauschhaftes Erlebnis eigentlich, einen Film zu machen. Jetzt bin ich momentan, verlange ich mir ab, längere Prosa zu schreiben, und das ist auch ein großer Ausdauersport. Trainiere ich gerade hart für, sozusagen. Und dann möchte ich weiter, Film machen. Es gibt ganz viele Sachen, die ich machen möchte, und das muss ich auch sagen, ich habe ja auch Lust auf Arbeitsbeziehungen. Ich habe natürlich auch Lust, mit Leuten was zusammen zu machen. Ich will jetzt gar nicht so darüber reden, worauf ich nur Lust habe. Ich habe auch Lust, mich in Arbeitsbeziehungen wiederzufinden, die miteinander irgendwie in die Luft gehen. Ne? Das wäre einfach schön. Da freuen wir uns auch total drauf. Also ich glaube, hier in Braunschweig sind wir ready, noch mehr zu sehen von dir. Noch mehr. Und ansonsten vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke dir. Und wir werden hoffentlich wieder uns wiedersehen. Ja, das hoffe ich auch. Bis dann. Merci. Ciao. Danke.